Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Tja, mein Internet ist gerade richtig scheiße, weswegen in nächster Zeit weder regelmäßig Videos kommen werden, noch Streams, obwohl ich die gerne machen würde, aber ich muss dann einfach für ein 10-Minuten-Video stundenlang hochladen. Also sagen wir mal, für ein 10-Minuten-Video vielleicht so 100 Minuten, und das interessiert mich nicht. Deswegen wird da leider in nächster Zeit nicht viel kommen. Was jetzt weniger daran liegt, dass ich keine Lust habe. Ich habe auch einige Videos aufgenommen, leider gingen dann einige Aufnahmen verloren. Aber es bringt halt nichts, ewig irgendwas aufzunehmen und dann am Ende zu sagen, ja gut, jetzt kann ich wieder mein Internet für 2 Stunden nicht nutzen. Das ist dann halt schon ein klein wenig blöd. Deswegen werden dann in nächster Zeit wahrscheinlich weniger Videos kommen. Und wenn ich dann das bessere Internet habe, was jetzt leider doch länger dauert, dann ja, werden regelmäßige Videos kommen. Und Streams und alles. Oder keine Fackel. Da. Ja, dauert halt noch ein wenig, aber dann. Wird's cool. So, schauen wir mal, was brauchen wir denn? Ich hole mal ganz kurz, schau mal, ob wieder Steine fertig sind. Wir brauchen eine Essensquelle, wofür ich die Pilze nehmen würde. Zuerst mal, wir brauchen natürlich mehrere Essensquellen, das ist ganz klar, aber. Ah ja. Ich habe mich hier ja auch Weizen angepflanzt irgendwo, oder? Hä? Der ist doch schon ewig da und noch nicht gewachsen, lol. Super Weizen. Vielleicht ist der aus dem Chunk oder so. Keine Ahnung. Was, wenn wir vielleicht da drüben was machen, dass er nicht lädt? Kann ich mir nicht vorstellen, aber kann sein. Nein. Ich glaube, ich habe Creeper-Schatten ausgestellt. Oh, ich hoffe, ich hab's nicht vergessen. Ja, nice, habe ich ausgestellt. Perfekt. Ich hasse es, wenn Creeper dann wieder was kaputt machen, weil sich man schon mühevoll aufgebaut hat. Das mag ich nicht. Hm, wird schon hier. So. Vielleicht hätten wir zuerst mit einem Bauernhof oder so anfangen sollen. Na, Moment, ich bin ein bisschen zerstreut. Vielleicht hätten wir zuerst mit einem Bauernhof anfangen sollen. Weil wir dann halt immer die Rohstoffe hätten. Also dann hätten wir wahrscheinlich weniger Essensprobleme, schätze ich mal. Na gut, kann man auch nicht sagen, aber ich vermute, wir hätten weniger Essensprobleme. Klar sind wir Fenster. Und hier unten so ein kleines Fenster. Wäre nicht verkehrt. Könnten wir sogar eine unwichtige Pilzhöhle zu was Coolem machen. Ich glaube, ein bisschen Laub werde ich dann auch noch hier verteilen. Und ich habe vergessen, auf die Zeit zu schauen. Ab jetzt nach 5 Minuten. Circa. Ja. Ich werde auch wahrscheinlich in nächster Zeit ein bisschen mehr Minigames dazu bringen und meine WaterMLG-Map ist jetzt fertig. Da werden auch bald wahrscheinlich Videos dazu kommen. Ich habe schon einen Trailer gedreht, aber leider ist ein Renderfehler passiert, den ich nicht rückgängig machen kann. Das heißt, der schaut jetzt nicht ganz so gut aus, aber naja, es steckt viel Mühe drin. Und er ist jetzt nicht komplett scheiße. Und ich bekomme ja auch bald einen neuen Computer, dann kommen einige andere Spiele außer Minecraft. Habe ich glaube hier schon einige Male gesagt. Und da bräuchte ich mal die Vorschläge, welche ich machen sollte. Ich würde vielleicht die The Witcher 3 DLCs machen, aber ich würde The Witcher 3 nicht ganz durchspielen, weil mir das zu lange ist. Das halte ich nie durch. Und ich möchte dann schon ein richtiges Let's Play von vorn bis hinten durchhaben.
Deshalb will ich da halt Blood and Wine und wie ist das andere? Ich glaube Blood and Wine heißt das eine, das bald rauskommt. Habe ich jetzt vergessen, aber die würde ich auf jeden Fall spielen. Vielleicht auch ein paar Quests noch machen, die ich vom Hauptspiel noch nicht habe. Kann ich mir auch gut vorstellen. So. Natürlich sollte es hier schon ausschauen. Ich würde auch gerne eine Zwergenstadt bauen, ist mir jetzt eingefallen, aber damit jetzt anzufangen wäre vielleicht nicht ganz so klug. Weil wir es jetzt eh nur Baustellen haben. So, auf. Ich habe eh noch Treppen. Hab ich nicht gesehen. Ah, jetzt müssen wir wieder rauf. So. Kingdom Deliverance heißt, glaube ich, auch so ein Spiel. Ein Mittelalter-Spiel, das ich gerne spielen würde. Oder halt Let's Playen würde. Das finde ich schon recht interessant aus. Zwar nicht allzu kurz, aber... Mal schauen, ob ich es durchhalte. Dann zu spielen. So, Werkbank behalten wir. Ja, wir haben schon massive Hungersprobleme. Eigentlich sollte ich nicht rennen. Aber ich töte halt so ungern Tiere in unserer Umgebung, weil wir die wahrscheinlich noch alle brauchen werden. Und es deshalb nicht allzu gut wäre, die jetzt alle aus dem Weg zu schaffen. So. Ich weiß es nicht, oben hatten wir auf jeden Fall noch Sand. Ich muss mal schauen, ob wir noch Glas hatten. Würde ich vielleicht hier so einen Kontrollraum hier herbauen oder so. Keine Ahnung, so was ganz Kleines. Aber halt cool aussehen, das hätte ich geplant. Das Problem ist auch, dass Monster hier spawnen werden. Weil ich es nicht ausleuchten kann. Und Half-Steps auf denen wachsen sie ja nicht. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Probleme mit Monstern haben. Aber kann man nichts machen. Ah ja. Glas, Glas, nee, nur Sand. Unten. Ich habe aber auch, glaube ich, noch nichts mit Glas gemacht, oder? Irgendwo habe ich Gitter verwendet. Hier sind gar keine Fackeln, lol. Okay. Machen wir mal ein paar Fackeln, wenn wir eh auf jeden Fall noch brauchen. Schön ausgeleuchtet. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ich mag es eher, wenn es ein bisschen düster ist. Und vielleicht je nach einer beim Treppenaufgang. Ja, irgendwie so. Ja, wobei, dann ist es hier so dunkel, dass vielleicht Monster spawnen. Wenn ich hier oben eine mache, gilt die dann auch für unten? Ja, schon auch ein bisschen, oder? Ja, es dürfte schon gehen. Es dürfte schon gehen. Immer so Kaninchenfell und Sachen halt, die ich nicht unbedingt jetzt brauche, rein. Und dann würde ich die Folge auch schon wieder beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.